Willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir haben jetzt zweimal hintereinander eine wirklich feste auf die Nase gekriegt. Beim ersten Mal haben wir das so gemacht, dass wir einfach neu geladen haben. Beim zweiten Mal haben wir einen weißen Frieden akzeptiert. Ich bin jetzt drauf gekommen, der zweite Krieg war gar nicht einmal so dumm, weil es gibt da einen von diesen drei zentralasiatischen Staaten, nämlich Kiewa. Die sind zwar in der Einflusssphäre von Russland, aber wir haben mit Russland jetzt eine Waffenruhe und damit können sie nicht in den Krieg eingreifen, glaube ich, hoffe ich. Naja, oder vielleicht können sie schon, wenn ich die angreife. Vielleicht können die das schon. Wäre eine riskante Sache. Kann man eingreifen, wenn man in Waffenruhe mit demjenigen ist? Wir haben jetzt eine Infamie von 9. Wir könnten das riskieren, mit Kiewa jetzt einmal versuchen, einen Krieg zu rechtfertigen. Opfern. Machen wir das einfach einmal. Was soll schon passieren? Wir könnten alle sterben. So, die habe ich schon alle von A nach B geschickt. Jop. Gut. Haushalt. Wir müssen etwas besser ausrüsten. Die Truppen. Falls das geht. Ja, und wir müssen die Geschwindigkeit ein bisschen antreiben. Wow. Ist okay. 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 Naja, okay. Wirklich viel Geld machen wir mit denen dann nicht. Puh, viele sind nicht übrig geblieben. Pff. Der Krieg war echt mühsam. Brauchen wir keine neuen Truppen, sondern rüsten wir einfach die, die wir jetzt haben, besser aus. Na gut, dann nehmen wir das da wieder weiter runtergeben. 40%. Schauen wir, dass wir ein bisschen Geld machen. Na bitte, 11 Schande ist okay, damit können wir leben. So, schauen wir mal, wie lange dauert denn das noch? Durch den Hurra-Patriotismus sind wir noch dazu relativ schnell, was das betrifft. Und ich glaube, Kiewa ist auch ein relativ lohnendes Ziel. Ich glaube, die sind recht schwach. Und ihre Nachbarn werden ihnen nicht helfen, weil wir haben innerhalb von 5 Jahren, werden wir das ja wohl schaffen. Innerhalb von 5 Jahren werden wir das ja wohl schaffen. Nein! Haben wir dann 9 Dings? Der schaut eigentlich ganz gut aus schon. Der ist auch supi. Die haben ja die urguten Anführer. Werden die dann später immer schlechter oder kommen wir das nur so vor? Naja, und gut erholt haben sie sich auch im Großen und Ganzen. Zumindest diese zwei Trupps. Passt. Krieg, der kann kommen. Okay, na dann. Auf in den Krieg. Auf nach Merv. Schauen wir mal, was passiert.
Was? Wie? Was? Wo? Er versucht, den Krieg zu rechtfertigen, wie wir das Prätorat gründen. Casus Belli gegen Johor durch. Ah, okay. Ist das der Kiva? Mhm. Okay. Erobern wir mal das. Schauen wir mal, ob die angreifen. Sollten da im Haushalt noch ein bisschen weiter raufgehen. Um die Truppenstärke zu erhalten. Das ist der, wo ich den Vierer-Angriff-Typen raufgegeben habe. Passt. Oh, warte mal. Kokand macht mit. Wie das? Die hat noch ein Waffen. Ein Dings mit mir. Wohin geht's hier? Nach Faizabad. Wann seid ihr dort? Am 24. Und wann sind wir dort? Am 1. Mist. Ah, Feigling. Ist wurscht, wir müssen das nur erobern. Die bleiben einfach da stehen. Ich glaube, die bleiben wirklich einfach nur stehen. Wohin gehen die? Nach Narin. Wo ist Narin? Nicht in meiner Gegend. Da ist Narin. Na, ist okay. Dort könnte es hingehen. Wo geht der hin? Nach Kiva. Und weiter. Und weiter. Ich glaube, wir sollten danach ziehen. Nukus. Dann geht es hier nach Nukus. Stattdessen. Okay. Das war's mit Kiva. Und es schaut wirklich so aus, als würde Russland nicht eingreifen. Juhu! Wir haben dann eine Grenze mit Russland. Sind wir wahnsinnig? Ah, vielleicht versucht uns dann Russland aber zumindest in die Sphäre aufzunehmen. Ist auch nicht so schlimm. Wir versuchen einfach danach alles dran zu setzen, Russland freundlich zu stimmen. Hey Russland, wir verbessern unsere Beziehungen. Oh, warte mal, was ist das? Ist viel Bewusstsein gut? Na, wir machen die Geheimpolizei. Pfeif auf die Briten. Das scheint zum ersten Mal so richtig gut zu laufen. Wir werden da jetzt das Ding annektieren und dann werden wir schauen, dass wir mit denen einen normalen Frieden kriegen und passt. Und wenn wir die annektiert haben, sollten wir eigentlich wieder so viele Punkte haben, dass wir wieder was erforschen können. Was uns wieder noch einen Schritt weiter vorbringt vor den anderen dämlichen Nachbarn, die wir da haben. Und abgesehen davon, dass wir dieses Gebiet vielleicht irgendwann mal kolonialisieren könnten. Wenn wir schnell genug sind. Ist okay. Du gehst wieder heim. Du gehst vielleicht tatsächlich heim und zwar nach Lahore. Und du gehst einmal nach Koruk. Schauen wir mal.
und versuchst dort nicht zu sterben. Wow, wir sind so super groß, wir sind so toll. Wenn wir Koruk erobert haben, werden sie wahrscheinlich, hoffentlich. Okay. Johor gibt es nicht mehr. War schön, euch kennengelernt zu haben. Koruk haben. So, Frieden vorschlagen. Gut. Gehst nach Merv. Du gehst nach Faisabad. Das ist ein guter Platz zum Verteidigen. Ha! Und wieder haben wir was erobert. Wir sind so großartig. Wir sind so gut. Wir sind Punjab. Okay. Aber so viele Punkte scheint es uns dann auch wieder nicht gebracht zu haben. Wir haben nur 5600. Sniff. Eine Verwaltungsreform oder so, Finanzreform wäre vielleicht auch nicht schlecht. Oder wir gehen gleich in die Industrialisierung. Das wäre natürlich auch eine Idee. Es kostet aber urviel. Ah, so eine Eisenbahn wäre schon was Cooles. Wer weiß, wie bald wir die sonst haben. So, Makran wäre noch da, aber das ist ein bisschen mühsam für die 22 Infamiepunkte Makran angreifen. Außerdem, wir haben jetzt 19 Infamiepunkte, jetzt müssen wir wieder ein bisschen ruhig halten, was das betrifft. Wir werden da ein bisschen zurückgehen wieder. Und da wieder ein bisschen raufgehen, auf 50% zumindest. Schauen wir mal, ob sich mein Heer bald erholt wieder. Ist okay. Mhm. Aber ich muss dazu sagen, wir hatten da jetzt doch relativ viel Glück, dass wir nicht mehr Infamie-Punkte gekriegt haben, weil wenn man über 25 kommt, kriegen die Nachbarn irgendwelche ganz bösartigen Kriegsgründe, wie zum Beispiel Zusammenstutzen. Ich weiß nicht genau, so in etwa heißt das Ding. Das ist dann nicht so lustig, wenn sie auf einem einhaken. So, wir werden aber hier doch noch irgendwie ein bisschen runtergehen. Da sind wir schon auf 40% unten. Auf 45 vielleicht. Hm, bringt nicht viel. Na okay. Da auf 40% zurückgehen. Das sollte reichen, um die Truppen auszubilden. Wer auch immer Beroda ist. Hyderabad. Mhm. Gut, wir haben wieder 3 Punkte für Diplomatie. Wir können die Beziehungen zu Russland verbessern. Wir sollten sie auf jeden Fall so lange verbessern, solange wir noch eine Waffenruhe haben, weil sobald sie außerhalb der Waffenruhe sind, das ist ganz fürchterlich, wenn wir unter 100 sind, dann erklären sie uns vielleicht irgendwie den Krieg.
Tragen wir den überschüssigen Tee. Geldmäßig geht es ein bisschen bergauf. Wir haben jetzt auch schon 3,38% Geistliche im Punjab. Wir können uns das bei der Bevölkerung mal ganz kurz anschauen. Wir haben da 2,25 Millionen Einwohner und damit bei weitem die meiste Menge an Leuten. Westafghanistan ist auch nicht so schlecht. Wenn wir da auf 4% sind, wenn wir Westafghanistan mal Geistliche fördern und dann in Sindh. Belutschistan, also Kalat, das ist echt lächerlich. Das ist nur von der Fläche her groß, aber in Wirklichkeit eigentlich eine Frechheit. So, noch einmal Diplomaten. Viel passieren tut jetzt eh nicht, bis unsere Infamie wieder runter ist und wir ein bisschen mehr Forschungspunkte haben. Oh, Ostafghanistan gehört uns. Wer sollte sich da schon einmischen? Mit etwas Glück ist unsere Gegend so uninteressant für die Großmächte, dass sich keiner hier einmischt, bis wir selbst eine Großmacht sind. Und ich hoffe doch, dass wir das irgendwann mal schaffen werden. Okay. Korea hat einen Krieg mit den USA. Da haben sie einen weißen Frieden geschafft. Okay, das spricht nicht für die USA. Okay, wir können diese ganzen militärischen Sachen kurz machen wieder. Aber wir warten. Wir werden entweder das Transportsystem oder die Verwaltungsreform oder die Finanzreform machen. Wobei, da können wir dann Darlehen aufnehmen. Ist das gut oder schlecht? Ich finde, das ist gar nicht einmal so super toll. Weil die Steuereffizienz steigt. Da steckt die Verwaltungseffizienz, was die Steuereffizienz im Übrigen auch verbessert. 9,8. Wie viel kostet das? Auch 9,880. Oder wir machen tatsächlich die Eisenbahn. Das steigert natürlich auch unser Geld, weil es Bergbau und Landwirtschaft steigert. Naja, weiß ich nicht. Schauen wir mal, wenn es soweit ist. Wie viele Punkte haben wir jetzt? 7,1. Wir brauchen 2000, das heißt 3,5. 2000 durch 3,5, keine Ahnung. Ist 1000 durch 7? Oder? Was rechne ich da? Oder 4000 durch 7? Ja, 4000 durch 7, nicht 1000 durch 7. 4000 durch 7, lass mich mal kurz im Kopf durchgehen. 500 Tage. Also fast 2 Jahre dauert das noch. Ostafghanistan gehört zu uns. Ich fürchte, da wird es jetzt bald irgendwelche Revolutionen geben. Die können wir nicht einmal unterdrücken, diese afghanischen Hunde. So, wie schaut's aus? Ihr seid voll. Ihr seid voll. Ihr seid voll. Aber wir haben hier einen Haufen Truppen, die nicht erhalten werden können. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir entsorgen die Truppenteile, die wir nicht mehr erhalten können.
Und erstens wird er durch die Armee, die wir jetzt haben, billiger. Gut, dann bauen wir diese Armee wieder auf. Wie viel haben wir gesagt? 3 Kavallerie und 5 Infanterie. Das heißt, wir brauchen hier 2 und 1 in der Gegend. Da. Jetzt 2. Noch eine Infanterie. Ja, das gehört auch uns. Alles unseres. So, der braucht 2 Infanterien. Da haben wir uns mal eine Infanterie. Und die Uspiken sollten Felix für uns kämpfen. So, du wirst vielleicht da hier gehen. Oder auch ein Sammelzentrum. Ah, warte mal. Militanz sinkt, unsere Militanz ist eh relativ gering. Das passt schon. So, du brauchst noch 2 und 1. Zweimal Kavallerie. Ist okay. So. Artillerie wäre schön, wenn wir noch bauen könnten. Irgendwann einmal. Aber das kommt schon noch. Das kommt schon noch. So. Wie viele Punkte haben wir schon? 8130. Was? Was? Nochmal. Was? Nein! Die haben tatsächlich einen Konflikt von mir gestartet und sie haben sich eingemischt. Großbritannien ist auf meiner Seite. Die sind einfach cool. Buh, buh, Frankreich, buh. Ha. Kommt, unterstützt mich alle. Die unterstützen natürlich Frankreich. Ach, weh. Na, schauen wir mal, was passiert. Mit etwas Glück kommt der Norddeutsche Bund auf meine Seite. Komm schon, komm auf meine Seite, Norddeutscher Bund. Oder beziehungsweise eigentlich auf die... Wow. Norddeutscher Bund ist auf meiner Seite, sehr gut. Ich will nicht da Krieg führen. Spanien könnte sich ruhig auch auf meine Seite schlagen. Komm schon, Spanien. Nein, wir wollen Spanien noch Zeit geben. Ich will nicht kämpfen. Großbritannien ist so unfähig. Aber dieses Mal ist Dings der Norddeutsche Bund auf unserer Seite. Das ist einmal ganz gut. Ah. Die kolonialisieren da bereits. Es könnte noch einen Konfliktkrieg kommen. Yay, Großbritannien hat sich für uns durchgesetzt. Ich liebe Großbritannien. Es wäre ja noch besser gewesen, wenn ich meine heiß erkämpften Gebiete wieder aufgeben hätte müssen. Ah, okay. Das wird da bereits Dings kolonialisiert. Schascha. Wow. Sind wir ja noch mehr in Kontakt mit den Russen. Apropos Russen, denen wollten wir die Beziehungen verbessern. Hallo, Freunde. Puh. Da
Das war jetzt gar nicht mal so schlimm. Gar nicht mal so. Ah, ich sehe gerade, ich habe kein Geld mehr. Ach, wo ist mein Geld hin? Wer braucht schon Geld? Ah, ist eh klar, weil ich ja Truppen ausbilde. Während der Truppenausbildungszeit könnten wir... Ah ja, wir kriegen halt einfach nicht so viel Geld, wie wir brauchen. Kann man nichts machen. Oh Gott, das können wir nicht machen, weil wir keinen Kredit aufnehmen dürfen. Dann wären wir bankrott. Ist das schlimm für einen Staat wie Punjab, wenn er bankrott geht? Schauen wir mal, was passiert. Nichts. Wir können nicht bankrott gehen. Wir können nämlich keine Schulden aufnehmen. Das ist ja cool. Das heißt, wir können Geld ausgeben, das wir nicht haben. Weil es uns keiner wegnehmen kann. Ist ja lustig. Belgien und die Osmanen haben einen Krieg. Kann das sein? Schauen wir mal. Osmanen. Ah, gegen Ägypten und Belgien. Belgien unterstützt Ägypten im Krieg gegen das Osmanische Reich. Ah, verstehe. Na gut, Herrschaften an dieser Stelle, wir haben wieder ein schönes Stück Land erobert. Russland ist jetzt unser Nachbar. Schauen wir mal, wie das mit Bukhara und Kokand ausschaut. Oh, Bukhara ist gar nicht in der Einflusssphäre von... Bukhara ist gar nicht in der Einflusssphäre von Russland. Keine Schutzmacht. Ah, was ist ihm vertraut? Schade. Schade, das ist nicht gut. Aber Kokand nicht. Die sind zwar verbündet mit Persien, aber die haben keinerlei Verbandelung mit irgendjemandem. Hey, wir haben einen neuen Freund, den wir vielleicht angreifen können. Hat Kokand mehr als zwei Regionen? Oder drei Regionen? Siebenstromland, Kirgistan und Tadschikistan. Und Tadschikistan können wir nicht nehmen, weil das ist die Hauptstadt, oder? Nein, das ist in Kirgisien. Tadschikistan, Kirgisien, oh. Tadschikistan ist nur Koruk. Okay. Das dazu. Na gut, aber das dann beim nächsten Mal, Herrschaften. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen guten Tag. Schlaft gut und träumt was Schönes.